Eine Woche im Herbst auf Fanö. Herzlich willkommen bei den WOMO Nordlichtern. Kurzfristig haben wir uns dazu entschlossen, eine Woche im Herbst auf der Ferieninsel Fanö kurz vor Esbjerg zu verbringen. Wir hoffen natürlich auf schönes Wetter, auf Muscheln und auch auf Bernstein. Doch seht selbst, ihr seid herzlich eingeladen, uns zu begleiten. Genau in der Mittagszeit sind wir im Hafen von Esbjerg am Fähranleger angekommen. Der Fährpreis von etwa 38 Euro für unser Wohnmobil ist am vollautomatischen Terminal zu entrichten und gilt für Hin- und Rückfahrt. Fanö ist die nördlichste Insel im Nationalpark Wattenmeer. Südlich davon liegt die Insel Rømø, die auch zu Dänemark gehört, und nach Sylt sind es etwa 50 Kilometer. Die Insel ist etwa 16 Kilometer lang und etwas mehr als 5 Kilometer breit. Nach nur 12 Minuten Fährzeit sind wir in Nordby angekommen und werden dort auch schon erwartet und freudig begrüßt. Hallöchen! Hallöchen! Ich bin's, Carla Kolumna. Nee, die Tür da. Ja, genau, zunächst geht es zu einem Ferienhaus, um einen Teil des Gepäcks und der Besatzung hier zu lassen. Und dann fahren wir zu unserem Campingplatz. Nach der Anmeldung hält es uns nicht mehr am Platz. Und wir brechen auf zum Strand. Vom Campingplatz sind es nur 1,5 Kilometer und vorbei an Fanö Bad und dem Feriencenter Westerhavet sind wir nach wenigen Minuten angekommen. Autos dürfen auch auf dem Strand fahren, aber nicht überall. Und Radfahren geht natürlich auch. Dann liegt der hier 1 Kilometer breite Strand vor uns. Für heute reicht es und wir fahren zurück zum Campingplatz. Bei Niedrigwasser sonnen sich regelmäßig Robben auf dieser Sandbank und dahinter zeichnet sich Esbjerg ab. Wir gehen auf der Uferpromenade von Nordby weiter Richtung Fähranleger und kommen an diesem schönen Segelschiff vorbei. Ich habe es schon in Prospekten über Fanö gesehen, aber keine weiteren Informationen dazu finden können. Vor wenigen Minuten hat eine Fähre den Hafen verlassen und es ist wieder Ruhe eingekehrt. Aber in der Fahrrinne zwischen Esbjerg und Nordby ist schon die nächste Fähre zu sehen. Zwischen dem Festland und der Insel verkehren bis zu 3 Schiffe. Die Fenja und die Menja sind 50 Meter lang, 13,5 Meter breit und werden von 2 Dieselmotoren mit je 375 kW, das entspricht 510 PS, angetrieben. In 2021 wurde die alte, reine Personenfähre Sønderho
durch die Grotte Esbjerg eine rein elektrisch betriebene Autofähre ersetzt. Sie ist leicht an dem grünen Anstrich zu erkennen. Ihr habt sie schon zu Anfang dieses Videos gesehen. Es geht wieder ganz schnell. Kaum ist das letzte Auto von Bord, kommen auch schon die ersten Fahrzeuge aus der Autoschlange und die Passagiere auf das Schiff. Ist auch der letzte späte Fahrgast eingetroffen, legt die Fähre schon wieder ab. Mit 8 Fahrrädern, davon 2 mit Anhängern für Kind und Hund, sind wir auf dem Weg ins 12 Kilometer entfernte Sönderhoh im Süden der Insel. Im Kieferwäldchen auf halber Strecke biegen wir ab zum Skovlegeplatz, einem Waldspielplatz, der erst vor ein paar Jahren angelegt wurde. Hier gibt es zahlreiche Spielmöglichkeiten für die Kleinen, aber auch für uns Größere. Nach eingehender Begutachtung dieses kleinen Grasfrosches und einer Stärkung geht die Radtour weiter. Ankunft in Sönderhoh und eine kurze Beratung mit dem Ergebnis, dass wir uns ein gemütliches Plätzchen mit warmen Getränken und leckeren Snacks suchen wollen. Fündig werden wir am Kiosk der Tres Sestres, den drei Schwestern, wo wir im Laufe der Woche mehrfach gewesen sind. Ja, wir halten mal kurz fest. Kannst du mal kurz festhalten? Ja. Ich erstmal ein bisschen. Nur das, was geschmolzen ist. Nur das ein bisschen. Und es ist so viel in die Schaufel. Sönderhoh hat mehr zu bieten als nur Leckereien. Vom Deich haben wir einen schönen Blick über die bunten, redgedeckten Häuser, kommen vorbei an leider geschlossenen Cafés, aber auch an offenen Geschäften aller Art. Doch seht selbst. Nach einem Blick auf das Kapitänshaus
treten wir die Rückfahrt an. Aber fahren wir. Den sehr gut ausgebauten Radweg parallel zur Autostraße fahren wir wieder zurück, verlassen ihn aber kurz vor Ende des Kieferwäldchens und biegen auf den Panoramaweg ein. Eine Pause am Wegesrand, Spaß im Heidekraut und dann über eine Schlaglochpiste gegen den Wind und mit etwa 30 Kilometern auf dem Tacho sind wir bald wieder zurück in unseren Unterkünften. Mit Pauline bald. Aber der hat einen Putsch. Im Hafen von Sönderhoe, an einem anderen, sehr stürmischen Tag. Fahne wächst. Sehr große Mengen Sand werden angespült. Die Insel wird größer und der Hafen kann nur noch von Booten in Ruderbootgröße angefahren werden. So intensiv man auch Ausschau hält, Fischerboote oder Segelboote wird man hier nicht mehr entdecken. Heute wollen wir am Strand zurückfahren. Erst vorbei an der Sönderhoe Kirche, 2 Kilometer nach Westen, und dann an den Dünen entlang nach Norden bis Fahnelbad. Gleich am Ortsausgang treffen wir auf die zum Museum umgebaute Sönderhoe Seenotrettungsstation. Sie wurde 1887 gebaut und mit einem unsinkbaren Rettungsboot ausgestattet. Zur Rettungsstation gehörte ein Aufseher, 12 Rettungsmänner und 8 Pferde, die im Bedarfsfall ausrückten. 1900 und 1912 kamen 2 Alarmierungshäuser mit Telefonanschluss dazu. In 1938 ein neuer Bootstyp und in 1958 ein Motorboot mit Lenkradsteuerung, Funk und Scheinwerfer. 1988 wurde diese alte Station ein Museum. Doch jetzt weiter zum Strand. Rechts ein paar alte Häuser und dann aber viel neue hier. Ja. Aber alles große, alles, ne? Ja.
Vor uns liegt das Reich der Strandsegler. Südlich von Rindby Strand ist ein etwa 4 Kilometer langer Abschnitt für Sie abgetrennt. Gefahren wird mit 3- oder 4-räderigem Untersatz, gezogen von kissenförmigen Lenkdrachen wie bei den Kitesurfern oder mit Segeln, wie sie die Surfer auf ihren Brettern verwenden. Der Fantasie sind offenbar keine Grenzen gesetzt, wie sie bei diesem Surfer auf überdimensionalen Inlinern zu erkennen ist. Bevor unsere Fahrt in Fanö Bar zu Ende gehen wird, erleben wir bei einem kurzen Stopp in Rindby Strand noch einen regelrechten Sandsturm. Die knappe Woche auf Fanö ist wie im Flug vergangen. Wir fahren wieder zum Ferienhaus, laden Gepäck und den Rest der Besatzung ins Wohnmobil, sind in wenigen Minuten am Hafen und können ohne Wartezeit direkt auf die Fähre. Okay. Es fahren erst die da drüben, Pauline. Das ist nur schön dabei, ja. Genau. Aber noch recht jung, da wird der Einreiser. Oder? Was weiß ich, knapp 20 wird er auch sein. Ja, mehr rein. Ja, genau, Freitagabend. Ne? Das ist doch ganz gut, dass wir heute fahren. Du weißt, ja. Ja, morgen früh wollen wir wahrscheinlich mehr oder wegfahren. Gleich werden wir Esbjerg verlassen und 600 Kilometer Heimreise liegen vor uns.